Ich erzähle euch jetzt eine schöne Geschichte, aber das Wichtige ist eine wahre Geschichte. Und zwar mit einem First-Class-Flug bei Emirates. Und warum fliege ich Emirates? Es ist einfach wichtig, in der heutigen Zeit überhaupt noch einen Durchblick zu haben, mit welcher Airline bekomme ich denn im Premium-Segment überhaupt noch einen wirklichen Premium-First-Class-Service. Denn das ist bei den meisten großen Airlines verloren gegangen. Und darum darf ich dich jetzt einladen zu einer wahren Geschichte, die ich persönlich, wie ja immer, erlebt habe, um sie dir näher zu bringen, damit du genau weißt, vielleicht ist das eine Möglichkeit in der Zukunft, auf eine gute Premium-Airline umzusteigen. Denn ich habe das gemacht. Nach 35 Jahren mit einer deutschen Airline habe ich einfach gesagt, der Service wird immer schlechter und aus dem Grunde wollte ich wieder mal etwas Neues ausprobieren. Und es hat sich gelohnt. Warum fliege ich Emirates? Es gibt für mich drei Punkte, die klar bestätigen, warum Emirates zurzeit die beste First Class der Welt hat. Mal abgesehen von der Game Changer, die nochmal die normale First Class nach oben toppt, ist Emirates dennoch in der ganz normalen First Class einfach die Nummer 1. Wieder zurück zum größten Status, der aber automatisch vergeben wird, wenn man First Class fliegt. Und der Hon ist First Class Passenger, heißt also Premium-Segmentflieger. Und ich freue mich in dem Sinne, dass ich jetzt wieder mal von einer Airline sprechen kann. Und darum geht es mir ja hauptsächlich, die tollen Service bietet, Innovation bietet und vor allen Dingen Beständigkeit hat. Jetzt habe ich schon fast alle drei Punkte verraten, aber kommen wir mal zu den Einzelheiten. Wenn ich heute bei Emirates buche, habe ich wie bei allen Airlines ein Buchungssystem oder ich kann natürlich auch über das Reisebüro buchen. Das Buchungssystem zum Beispiel online ist einfach gemacht. Man loggt sich ein. Wenn man noch nicht Kunde ist, dann erstellt man einen Account und man loggt sich dann ein, um zum Beispiel eine Reise auszusuchen. Ich suche eine First-Class-Reise von zum Beispiel Wien nach Dubai und von Dubai nach Singapur. Der freudige Aspekt bei dieser Buchung ist, dass man relativ schnell den Überblick über die Preise hat. Und da ich ja First Class buche, ist es also sinnvoll, nicht den Flug, wenn ich nicht durchgehend fliegen will, auch da nochmal ein ganz wichtiger Punkt, es ist einfach viel schöner, kurz mal in Dubai einen Stopp zu machen. Darum geht es Emirates ja auch. Ich meine, dafür hat man Dubai gebaut, um nicht nur Geschäfte zu machen, sondern dass man dort auch eine kurze Zeit bleibt und dann weiterfliegt. Und das ist Luxusreisen heute. Mit Zeitreisen. Genussvoll, entspannt, ohne Stress. Und das alles habe ich gerade wieder aktuell erlebt. Deswegen, das ist ein aktueller Bericht, den ich euch jetzt hier präsentiere mit aktuellen Fakten. Und ich meine, es kann doch nicht besser sein, als wenn man ja etwas Besonderes erlebt auf einer Reise in First Class. Ich buche dort meine Flüge und hier der Tipp: Buche den Flug als Gabelflug. Das heißt, du buchst von Wien zum Beispiel nach Dubai, dann bleibst du 3 Tage dort oder 4 Tage, vielleicht sogar länger, und buchst dann weiter nach Singapur und dieselbe Geschichte zurück. Heißt also, du hast eine Flugzeit von maximal 5 bis 6 Stunden pro Flug. Such dir einen Tagesflug aus, der zum Beispiel um 15 Uhr ab Wien geht. Und dann kommst du in Dubai an gegen Mitternacht. Du wirst elegant mit einem Chauffeur ins Hotel gebracht und dann bleibst du ein paar Tage und dann geht's weiter nach Singapur. Auch da wieder ein Tagesflug. Natürlich gibt es auch Nachtflüge, aber die sind natürlich bei 6 Stunden na, nicht so interessant, es sei denn, man legt sich direkt hin. Ich buche hier gerne einen Tagesflug, heißt also morgens um 10 Uhr los und lande dann so gegen 17, 18 Uhr in dem Land, in dem ich einreisen möchte. Wie sieht das im Detail aus? Kommen wir erstmal zu den drei Fakten, die ich erwähnt habe. Warum buche ich überhaupt diese Emirates? Erstens mal wegen Kontinuität, Verlässlichkeit. Wenn ich bei Emirates in der First Class buche, bekomme ich, was ich gebucht habe. Heißt also, wenn ich ein Ticket bezahle zwischen 7.000 und 14.000 Euro pro Hin- und Rückflug, dann
bekomme ich für dieses Geld 99% die Dinge, die ich gebucht habe. Chauffeurservice, fantastisches Catering, hochwertig. Meine First Class Suite, Chauffeur, was eben alles damit drin ist. Und in Dubai auch noch eine Viertelstunde Massage pro Abflug. Heißt also ganz klar und deutlich, 99% ist sehr viel. Bei manch anderen Airlines sind wir über 50% schon glücklich. Ich bekomme, was ich bezahlt habe. Ich werde von einer fantastischen Crew begrüßt. Auch hier 99% wirklich immer toll, immer freundlich, zuvorkommend, hilfsbereit. Und der gesamte Service, wenn der dann losgeht, dann macht das unglaublich Spaß. Sagen wir mal, 99% der gesamten Crewmitarbeiter machen einen fantastischen Job. Und 1% ist immer mal dabei, die dann vielleicht keine Lust haben. Und gerade Emirates ist dabei, das auszusortieren, denn Emirates braucht speziell in der First Class gute Mitarbeiter und eine gute, ja, Flight Manager Abteilung, weil natürlich auch die Economy und die Business gut bedient sein soll, aber die First ja doch etwas teurer und damit natürlich auch einen etwas größeren, ausführlicheren Service haben muss. Diese Crewmitarbeiter schaffen es wirklich, immer ein Erlebnis zu machen. Wenn ich von vornherein freundlich auf eine Crew, auf Mitarbeiter zugehe, dann kommt in 99% eben das Positive zurück. Also wir haben ganz klar die fantastische Leistung, wir haben eine fantastische Crew und wir haben als drittes Innovation. Emirates bietet immer wieder Innovation. Ich bin immer wieder überrascht, dass es immer wieder neue Dinge gibt. Ob das nun im Bereich des Caterings ist. Übrigens, gerade ab Wien fliegt Emirates mit der Do & Co. Caterer und das ist besonders lecker. Diese hochwertige Qualität, das ist wirklich höchster Standard. Und hier macht auch die Do & Co., das Catering von Do & Co., einen fantastischen Job. Aber die Innovation geht auch weiter. Zum Beispiel der Game Changer, der ja in Zusammenarbeit mit Mercedes und der NASA entwickelt wurde. Diese Kabine in First Class ist unfassbar. Das ist nicht zu glauben, wenn man dort sich auf diese Kabine einlässt und all die kleinen Details macht. Eine Review komplett habe ich ja auf YouTube für euch bereitgestellt. Und jetzt in meinem aktuellen Flug die Pantoffeln. Kleine Sache, aber dennoch innovativ und neu durchdacht. Einfach mal nicht nur einen Slipper, sondern einen Slipper, den man auch richtig um den gesamten Fuß packen kann. Das fand ich extrem gut und war natürlich mal eine neue Idee. Und das ist das, was die drei Punkte ausmacht, diese extrem hohe auch Innovation. Ja, und auf dem Flug jetzt von Wien nach Dubai war wieder eine fantastische Crew an Bord. Es gab wieder ein exzellentes Essen und ich muss sogar sagen, ich hatte bisher in meinen 35 Jahren Flugerfahrung das beste Catering überhaupt. Es war ein Filet. Das war so saftig auf den Punkt gebracht. Mal abgesehen davon, dass sich die Crew extrem viel Mühe gibt, auch bei der Herstellung dieser Produkte des Warmmachens, ist aber dennoch das Ausgangsprodukt so hochwertig gewesen, dass ich gedacht habe, was ist das lecker. Und dann kam auch die Purserette, Flight Manager, kam dann zu mir und sagte, wie wäre es denn, wenn wir starten mit einem schönen Champagner und wir haben für sie dann auch noch ein paar Chips und ein paar Oliven. Ich mache ihnen da so eine kleine Vorantipasti und da sie ja auch Filme gucken wollen, bereiten wir dementsprechendes vor. Es gibt jetzt auch bei Emirates für die, die jetzt keine Lust haben, großes Essen zu essen, sondern vielleicht nur einen Snack zum aktuellen, ja, Hollywood-Buster auszusuchen, da gibt es eben eine Movie-Karte, wo man dann einfach so kleine Appetizer nimmt, wie Hamburger oder einen Shrimps-Cocktail und was es alles dazu gibt, sogar Popcorn. Ich muss sagen, es war ein ungeheuerliches Erlebnis, diese Emirates, diese Crew, diese Qualität und diese Vielfalt an Bord, die einfach mir als Gast geboten wird. Der Flug verging im Flug, nämlich diese 6 Stunden Flugzeit, die waren so schnell vorbei. Und in dieser 777 ist ja die First-Class-Bestuhlung zwischen 4 und 6 Personen. Das heißt, die ist auch ziemlich klein. Und das ist auch gut, weil im Endeffekt, je kleiner die First, umso angenehmer ist das Fliegen. Und umso mehr Service kann man auch erwarten, denn je mehr Gäste. Und da müssen die Mitarbeiter natürlich auch mehr leisten.
Aber auch ein 380er ist immer noch etwas Besonderes, weil zum Beispiel ja mich begeistert immer noch die Dusche an Bord. Und ich buche ja, wenn ich bei der 380 bin, immer eine Stunde vor Ankunft die Dusche, gehe dann nochmal rein, erfrische mich etwas und dann geht's anschließend in den Spa-Bereich, der dann da draußen vorbereitet wird, um den noch zu genießen mit etwas Obst und einem schönen Tee. Und dann lande ich so gegen 18, 19 Uhr in Singapur und muss sagen, das war eine Freude. Also, ich habe ja zwei Flüge gemacht mit einem Zwischenstopp in Dubai. Übrigens habe ich da auch ein neues Hotel für euch gefunden. Wirklich interessant. Das solltet ihr euch mal ansehen. Es gibt dazu eine ganz klare Hotelkritik und zwar vom Sheraton Grand in Dubai. Wie ich finde, eine kleine neue Perle im Bereich des Marriott Bonvoy Members und ich bin ihr Ambassador. Also von der Seite gab es dann auch ein Upgrade in eine Suite. Und diese Mitarbeiter dort sind wirklich toll. Was mir immer auch noch gut gefällt bei diesen Emirates-Flügen, sind ja die Chauffeurservice. Dass man abgeholt wird, dass man das so einstellen kann, wie man das möchte. Und noch ein Tipp hierbei. Wenn ich ab Wien fliege oder wenn ich zum Beispiel ab Dubai fliege und bin sehr nah am Airport, muss ich ja nicht 3 Stunden vorher da sein. Man kann, wenn man ankommt in Dubai, zum Beispiel beim First-Class-Bereich sagen, 2 Stunden vorher reichen mir aus. Achtung, am Sonntagvormittag, da fliegen die meisten. Da solltet ihr 3 Stunden einpacken. Aber ansonsten reichen 2 Stunden aus, wenn man jetzt nicht noch ausgiebig die Lounge besuchen möchte. Heißt also, man kann auch 5 Stunden vorher abgeholt werden, um dann eben auch noch die Lounge zu machen. Aber es verlängert ja auch dadurch immer den Flug. Und ich bin heute auf kürzeres Flügen eingestellt, also nicht mehr diese langen Aufenthalte, sondern nur noch kurze Momente, schöne Momente an Bord, schöne Momente am Airport, wo man eben relativ schnell, auch als First-Class-Gast, einchecken kann, wo man durch die Security schnell kommt und wo eben der Chauffeurservice einen vorher exzellent hingebracht hat. Und gerade in Wien, muss ich sagen, hat auch das Check-in-Personal am Airport eine fantastische Leistung gebracht. Ich bin hoch begeistert, wie sich innerhalb auch von einem Jahr, und ich war ja erst vor einem Jahr dort, wie sich das dort weiter verbessert hat. Man ist also bemüht, auch den First-Class-Gast intensiver in Wien zu betreuen. Und ich muss sagen, diese Arbeit, die dort geleistet wird, die ist erstklassig. Also für mich eine exzellente Leistung. Dann eben auch Dubai, das brauche ich nicht viel erklären. Das läuft eigentlich automatisch. Man bucht eben seine Chauffeurdienste. Man hat diese hohe Qualität an Bord des Caterings, fantastische Mitarbeiter, ein großes Entertainment-Programm, dann diese Außenbordkameras, die man auch noch benutzen kann. Und in einer Geschichte müsste Emirates natürlich auch aufrüsten, nämlich im Bereich der Ankunft. Kommt man nämlich zum Beispiel in Singapur an, dass niemand da ist, der den First-Class-Koffer mehr auf dem Band runternimmt und einem dann überreicht. Das war mal ein toller Service und da hat Emirates gespart und ich muss sagen, das ist ein No-Go. Ich hoffe sehr, dass Emirates hier nachrüstet und vor allen Dingen, es gibt noch einen zweiten Punkt, den auch ich gerne in der Zukunft hätte. Es wäre schön, wenn man irgendwo ankommt, dass es dort noch einen Personal Assistant geben könnte, der einen dann eben zum Gepäck und anschließend dann zum Chauffeur bringt. Denn die Chauffeurdienste, die stehen ja dort und warten auf einen und bringen einen dann nach einem fantastischen Flugerlebnis direkt ins Hotel. Und wisst ihr, was das Schönste an allem dann noch ist? Man weiß jetzt schon, dass man auf dem Rückflug wieder ein fantastisches Flugerlebnis hat und man von diesem Chauffeurdienst von Emirates wieder abgeholt wird. Eine Freude, mit Emirates zu fliegen. Für mich ein absolutes Go, die Nummer 1 zur Zeit der Welt im Bereich Premium- und First-Class-Gäste. Ich bleibe dann auf jeden Fall der treue Kunde.